Freunde, willkommen bei der Sky. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich habe eine gute Nachricht und ich habe eine wunderbare Nachricht. Und zwar wisst ihr ja alle, dass ich prinzipiell leider im Livestreaming-Bereich hier gesperrt bin auf YouTube, aber bald ändert sich das Ganze ja wieder. Ich wurde ja vor 90 Tagen circa gesperrt, weil ich wegen Copyright bla 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 bla, da gab es ein Missverständnis, YouTube hat den Livestream unterbrochen, hat aber kein E-Mail gesendet, ich so, hä, warum ist der Livestream offline, hab's wieder online gestellt, also wieder, ne, und das Ganze zwei, drei Mal, und dann hat YouTube irgendwann gesagt, okay, jetzt kriegst du eine 90-Tage-Livestreaming-Sperre, was ich ein bisschen unnötig finde für das, was es war, aber gut, wie auch immer, hier steht, Livestreaming ist deaktiviert, und wir haben ja heute den 1.11. und ich wurde am 4. August, ich habe gerade 3., aber es war der 4. August, leider für 3 Monate gesperrt. Oder wie in der E-Mail steht, für rund 90 Tage, wie hier steht. Sie müssen deshalb 90 Tage warten, bis du, oder generell, du musst eben warten, bis du einen neuen Livestream starten kannst für 90 Tage. Und da habe ich gedacht, ja, 90 Tage, 3 Monate, das wäre also der 3., weil ich gedacht habe, wir wären am 3. gesperrt worden, aber es war der 4., hier oben steht es nochmal, 4.8. Also habe ich gedacht, okay, dann muss ich ja am 4.11. noch entsperrt werden. Und dann habe ich aber nochmal hier gedacht, geht das jetzt für wirklich 3 Monate oder wirklich, wie hier steht, nur für 90 Tage, weil die machen das ja auch immer so international in 30-Tage-Rhythmus, und da habe ich eben hier den Rechner angeschmissen, habe den 4.8. als Ausgangsdatum eingegeben und letztendlich habe ich dann rausbekommen, 90 Tage plus, dass die am 2.11., das ist morgen, Leute, von YouTube eigentlich offiziell entsperrt werden müsste von meinem Livestream-Gedöns. Und da habe ich gedacht, naja, da müsste ja hier auch wieder alles grün stehen, ne? Livestreaming aktiviert, und naja, letztendlich freue ich mich ultra drauf. Ich habe so lange gewartet, 90 Tage, und ich freue mich wieder ultra auf YouTube zu streamen. Also ich mag Twitch, aber ich will eben auch wieder auf YouTube gleichzeitig streamen. Und ich freue mich einfach wieder auf ganz viele Zuschauer, die eben nicht auf Twitch dabei waren, weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollten. Kann ich nachvollziehen? Ja, ich freue mich. Des Weiteren habe ich auch einige neue Dinge rausgefunden, die wir dann direkt klären können. Morgen ist, wie gesagt, der 2.11. Hier, das wäre dann dieses Datum, wo ich angeblich entsperrt werde. Wenn es erst am Sonntag ist, ist es mir auch egal, weil ich am Sonntag dann erst wieder streame. Kann sein, dass ich heute auch streame, ich bin mir noch nicht sicher. Schaut einfach mal auf Twitch vorbei um 20 Uhr, wenn ich dann nicht online bin, oder um 20.30 Uhr circa. Wenn ich da nicht online bin, dann streame ich da wohl nicht. Also heute nicht, aber am Sonntag habe ich mir eben vorgenommen zu streamen. Wie gesagt, ich habe jetzt mit der Unreal Engine 4 weitergearbeitet und leider, muss ich mal wirklich so sagen, bin ich zu diesem Schluss gekommen, dass die 4.22.3 besser läuft als die 4.23.1. Ja, da bums. Also jedenfalls von FPS hier. Ich habe bei der 4.23, wie ihr im letzten Stream sehen konntet, jetzt sind wir schon bei 22 FPS. Also es wird immer weniger, obwohl wir weg vom Hafen sind. Hier wird nochmal ein FPS weniger, jetzt sind wir bei 18 FPS, hier wieder 23. Es ist komisch, irgendwas zieht so viel FPS. Ich meine, ich muss das nochmal testen, wenn ich nicht streame. Ja, ein Problem, dass meine FPS immer weiter runtergehen, weil der irgendwie immer mehr in den Speicher reinlädt, aber nichts mehr rauslädt, also in die CPU. Und da habe ich keine Ahnung, woran das liegt. Aber jetzt habe ich gedacht, naja, du guckst das Ganze mal in der 4.22.3 an. Und siehe da, in der 4.22.3, wo ich das da getestet habe, es funktioniert ohne weitere Probleme. Die FPS bleiben konstant, sie gehen manchmal runter in manchen Locations, dann gehen sie aber auch gleichzeitig wieder hoch, wenn ich da weg bin. Und bei der 4.23 Version ist das so, ich gehe in eine Location rein, dann geht die FPS runter, dann gehe ich aus der Heavy Location raus und meine FPS gehen immer weiter runter. So, wie so ein schwarzes Loch. Und das ist eben eine Sache, damit kann ich nicht arbeiten. Also, Turnback zu der 4.22.3. Wir arbeiten ab jetzt wieder weiterhin mit der 4.22.3 und hoffen, dass sie das irgendwann mal fixen werden. Ich werde das Ganze mal irgendwie als Fehler melden, soweit ich irgendwie, ja, mal so richtige Logs habe. Das Coole ist ja, die Logs funktionieren auch nicht mehr. Also ich habe ja dann versucht, mein Optionenmenü, das habe ich mir extra im Dev-Menü eingestellt, dass da Graphen und sowas angezeigt werden, woran denn liegt das überhaupt so, ja, die Ressourcenauslastung so hoch ist. Ja, sage und schreibe funktioniert diese Funktion überhaupt nicht in der 4.23 mehr, aber in der 4.22.3 wiederum funktioniert sie. Also keine Ahnung, was da abgeht, aber ich bin guter Dinge, wir werden es eben in der 4.22.3 dann in die Early Access schaffen und ich schätze mal, das wird dann auch hier und da noch enorme Verbesserungen geben. Ich freue mich schon mega drauf, ich freue mich vor allem auf euch dann, wie gesagt, in die Livestreams und ich hoffe, ich kann am Sonntag dann wirklich, ja, Livestream auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig. Das ist dann, wie gesagt, um 20 Uhr der Fall. Eine Sache noch, und zwar, es kann aber wirklich sein, dass die das dann wirklich auf 3 Monate rechnen und nicht auf 90 Tage. Heißt so viel wie, ich kann auch erst am 4. vielleicht dann erst streamen auf YouTube. Das wäre dann der Dienstag, was sehr, sehr unschön wäre. Aber ich denke, morgen sollte es eigentlich freigegeben werden, spätestens am Sonntag. Ich halte euch auf jeden Fall auf Instagram und über Discord auf dem Laufenden.
und update euch da regelmäßig. Ich bin echt gespannt. Heute kommen übrigens auch die neuen Unreal Engine 4 Packets im Marketplace raus. Leute, gönnt euch den Shit. Ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass diesmal wieder richtig viele coole Packs dabei sein werden. Jetzt lädt das Ganze hier 10 Jahre bei mir, aber ist auch egal. Ich hoffe diesmal, dass bessere Packs dabei sein werden, weil wir haben ja letztes Mal schon gesehen, was für Packs dabei sind. Und, jetzt, ich wollte gerade schon sagen, wann gedenkst du denn jetzt bitte irgendwie mal zu laden? Aber gut, irgendwie ist mein Internet gerade ultra langsam. Ich freue mich schon, wenn ich das Video hier hochlade. Das dauert vermutlich auch wieder 10 Jahre. Naja, wir haben ja diesen Monat, vergesst es nicht, euch das noch zu holen. Close Combat Spotman, das ist geil. Dynamic Locomotion, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Das ist cool, sicherlich, aber naja. EMS, Easy Multisave. Damit habe ich noch nicht gearbeitet, aber es scheint auch ganz cool zu sein. Flowers and Plants Nature Pack. Das ist eine Sache, die ich denke mal relativ cool ist, weil wer braucht es nicht? Jeder von uns braucht Vegetation im Level, am besten abwechslungsreiche. Und Loading Screen System, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin diesen Monat oder jetzt den vergangenen Monat von der Auswahl nicht so unbedingt angetan gewesen, außer jetzt hier das mit den Pflanzen. Aber ich komme immer wieder zu so Situationen zurück, wo ich selber sage, boah, hier, da bin ich nicht so angetan gewesen, aber letztendlich braucht man es irgendwann doch. Und wenn ich jetzt mir mal anschaue, was es hier noch so Kostenloses gibt, da haben wir hier ganz neue Infinity Blade Kollektionen, die kann ich euch nur empfehlen, euch mal reinzuziehen. Wunderschön zum Teil, also wunderschöne Dinge dabei. Wobei ich sagen muss, ich bin mir nicht sicher, inwiefern die Dinger funktionieren. Letztes Mal, wo ich irgendwas, und das war vor einem Jahr oder zwei Jahren, mit Infinity Blade gearbeitet habe, bin ich zum Schluss gekommen, dass genau deswegen mein Spiel nicht mehr gut gepackaged hat und deswegen mein Spiel nicht mehr wirklich funktionstüchtig war, nachdem ich die Dinger hier genutzt hatte. Und deswegen habe ich einfach wieder alle wunderschön entfernt. Dann haben wir ein Surface Footstep System oder Footstep System, whatever. Und auch noch Scanned 3D People. Also es gibt mega, mega viele Dinge hier, die man sich kostenlos holen kann. Leute, ich sag euch eins, gönnt euch diese Free Sachen hier, Permanently Free Collection, ist auch noch eine wichtige Kollektion, wo nochmal alles da drin ist, was wirklich auf die Masse kostenlos ist. Weil die meisten Leute nicht verstehen, ist einfach, dass es jeden Monat 5 kostenlose Items gibt und dazu noch ein oder zwei komplett permanent für immer kostenlose Items. Und da haben wir hier einiges, ja, also gönnt euch den Scheiß mal, hier gibt es echt coole Dinge. Und damit würde ich mal sagen, kommen wir zu Garry's Mod. Garry's Mod, der Server ist ja auch relativ gut gelaufen, gerade am Wochenende, Montag, Dienstag rum. Über die Woche ist das ja meistens ein bisschen eher low, aber es ist trotzdem immer noch geil, wir arbeiten immer noch an neuen Features. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, wo ich dann sage, na, da muss man eben mal gucken, wie und wo und was da abgeht. Letztendlich warten wir dann noch mit neuen Features, bis wir dann, ja, diesen Monat hier die Ressourcen, die Finanzressourcen zusammengekratzt haben. Da stehen noch viele coole Dinge an. Da stehen Ranking-Systeme an, da stehen Reward-Systeme dran, da stehen neue Jobs dran an. Und da, ey, Leute, da gibt's so viel geilen Shit noch. Und ja, ich freue mich schon auf jeden Fall auf euch. Ich mache auf jeden Fall nochmal ein Event, wo wir wirklich dann, wo ich sage, ey, hier Leute, an dem und dem Datum spielen wir nochmal alle. Und da könnt ihr, wenn ihr auch Lust auf sowas habt, gell, ich mache nochmal ein extra Video dazu, dann schreibt es gerne in die Comments unten. Weil es ist einfach cool, wenn wir uns mal alle an einem bestimmten Datum treffen und dann mit so 15, 16, 17 Leuten dann so wirklich RP spielen. Ich denke, das ist ultra, ultra geil. Gut, ich wünsche euch noch eine angenehme Woche oder eher gesagt ein wunderschönes Wochenende. Wir haben ja heute Freitag, verlängertes Wochenende für uns alle. Geilo. Ja, ne? Und damit würde ich mal sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal wieder Sky. Wir sehen uns dann spätestens am Sonntag im Livestream auf Twitch oder vielleicht kommt ja noch ein Video zwischendurch raus. Tutorials kommen ja auch noch und damit würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Haut rein, Leute, wir sehen uns. Ciao, ciao.